Als Pikmin im Nebenraum verschwand und diese grässlichen Geräusche zu hören waren, wollte ich es gerade glatt streichen, und es scheint, als habe ich es geistesabwesend in meine Tasche gesteckt. Ach, hier ist der Kaffee. Trink ihn schwarz, Elliot, wenn du klug bist. Ja, dieses Stück Papier ist der Grund, weshalb ich mit Pikmin nichts mehr zu schaffen haben möchte. Mit Richard Upton Pikmin, dem größten Künstler, den ich je gekannt habe. Und gleichwohl das verkommenste Subjekt, das jemals über die Grenzen des Lebens in die Abgründe von Mythos und Wahnsinn trat. Elliot, der alte Reed hatte völlig recht. Pikmin war kein Mensch mehr. Entweder wurde er unter sonderbaren Umständen geboren, oder aber er fand einen Weg, verbotene Pforten zu öffnen. Das ist jetzt alles egal, denn er ist fort. Zurückgekehrt in die sagenhafte Finsternis, in der er so gerne umherstreifte. Hier, lass uns damit die Kerze anzünden. Bitte frage mich nicht, was ich gerade verbrannt habe. Frage mich auch nicht, was die wirkliche Ursache jenes maulwurfartigen Scharrens war, das Pikmin so bemüht auf die Ratten schieben wollte. Es gibt Geheimnisse, weißt du, die noch aus den alten Zeiten Salems stammen. Und Cotton Mather berichtet von noch seltsameren Dingen. Du weißt, wie verdammt lebensecht Pikmins Gemälde waren, dass wir alle uns immer fragten, woher er bloß diese Gesichter nahm. Nun, jenes Stück Papier war keine Fotografie irgendeines Hintergrundes. Es zeigte schlicht und einfach das ungeheuerliche Wesen, das er auf diese grausige Leinwand gemalt hatte. Es war Pikmins Modell. Und im Hintergrund war deutlich die Mauer des Kellerateliers zu sehen. Verstehst du, Elliot? Es war die Fotografie eines lebendigen Wesens.